Sunt Isabela Weibel, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintim că ne puteți vedea și pe portalul video al televiziunii române, tvrplus.ro, iar pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii puteți găsi alte materiale și informații actuale. Am pregătit diverse subiecte pentru emisiunea de astăzi. Vom discuta cu Beatrice Benedek, o tânără care și-a început activitatea ca manager cultural al IFA în Ungaria, Sexad. Am pregătit materiale care ne aduc proiecte IFA mai aproape și teatrul în limba germană. A plecat dintre noi cel care a condus Filarmonica de Stat Transilvania de 13 ani încoace, domnule director general Marius Tabacu, drum lin, iar muzica să ajungă până la tine oriunde ți-ai duce veșnicia. Cu aceste cuvinte și-a luat rămas bun Filarmonica de Stat Transilvania de Marius Tabacu, traducător, premiat de Uniunea Scriitorilor din România pentru traducerea trilogiei transilvane a lui Miklós Bánffy. Această trilogie a fost tradusă și în limba germană. Vă invităm să urmăriți materialul realizat la prezentarea de carte de Schrift din Flamen, prin care dorim să păstrăm amintirea regretatului traducător și director al Filarmonicii de Stat Transilvania, domnul Marius Tabacu. Die Schrift in Flammen gab der Zusammenarbeit zwischen dem ungarischen Generalkonsulat und dem deutschen Kulturzentrum Klausenburg die Möglichkeit, am 28. Februar Bánffy Miklós in drei Sprachen zu präsentieren. Darüber sprachen in ihren Reden Mokto János, der Generalkonsul Ungarns in Klausenburg, und Fabian Mühltaler, der Leiter des Deutschen Kulturzentrums Klausenburg. Aici este, de fapt, aș zice, un experiment. Un experiment al Consulatului General Ungariei și al Institutului Cultural German din Cluj-Napoca. Noi, ca Consulat General, foarte mulți care stau în sală știu foarte bine, facem, de fapt, și poate în exclusivitate, programe în limba maghiară, câteodată bilingve, maghiar și român. Azi vom avea un program unde limba maghiară nu va fi folosită. În schimb, vom avea acest program în limba română și în limba germană. Cine nu vorbește ambele limbi poate să ceară o cască și totul va fi tradus simultan. De ce suntem aici? Suntem aici pentru a face o prezentare scurtă a cărții trilogia transilvană de Bánffy Miklós. Auch für uns ist ein Experiment. Wir haben uns lange gefragt, wie wird sich wohl das Publikum heute zusammensetzen. Und ich bin sehr froh zu sehen, dass es sehr gemischt ist, sehr unterschiedliche Leute hier sind und das eben auch zeigt, dass ein Autor, eine Person wie Bánffy Miklós für Siebenbürgen steht und viele Gemeinsamkeiten eben hat. Ich möchte mich auch bedanken bei unseren Gästen, den beiden Übersetzern, Herrn Oplatka, Herrn Tabacco und Herrn Wichner, der schon bei uns bei der Hertha-Müller-Ausstellung moderiert hat. Zu dem Werk Bánffys berichtete uns Ernest Wichner, der Leiter des Literaturhauses Berlin. Die ganze Trilogie kenne ich noch nicht. Ich kenne die ersten beiden Bände, denn die sind ins Deutsche übersetzt worden. Der erste Band ist vor 2 Jahren erschienen, der zweite Band vor einem Jahr. Und die hatte ich gelesen, als ich im März im vergangenen Jahr nach Klausenburg kam, nach sehr langer Zeit. Ich war 1971 zuletzt hier gewesen. Ich habe damals Aufnahmeprüfung an der Germanistik in Klausenburg gemacht und nicht bestanden. Und dann bin ich nach Temeswar zurückgegangen, wo ich dann studiert habe. Und von dort bin ich ausgewandert nach Deutschland mit 23 Jahren. Also ich war im vergangenen Jahr hier und hatte die beiden Bücher von Miklós Bánffy gelesen. Und dann habe ich hier mitten in der Stadt das Bánffy Palais gesehen. Und dann bin ich nach Bonti da gefahren und habe dort das ruinierte Schloss gesehen und gesehen, dass da so ein bisschen wieder restauriert wird. Und habe dann dem Fabian Mühltaler begeistert von meiner Lektüre erzählt und ihm auch dargestellt, dass
wenn es hier ein deutsches und ein ungarisches Kulturinstitut gibt und rumänische kulturinteressierte Menschen, setze ich voraus, dass es in Klausenburg gibt, dann sollte man doch eine Veranstaltung machen mit allen drei Sprachen und diesen Schriftsteller vorstellen, denn der ist wichtig für Siebenbürgen und vor allem wichtig, nachdem es ihn jetzt auf Deutsch gibt, ist es besonders wichtig, dass er auch auf Rumänisch erscheint, denn auch Rumänen könnten einiges über die Geschichte Siebenbürgens aus diesen Büchern lernen, die sie so in der rumänischen Geschichtsschreibung nicht vorfinden können. Und es ist hochinteressant, die Perspektive eines anderen auf die Region, in der man lebt, zu kennen und zu erfahren. Und deshalb freut es mich besonders, dass heute Abend diese Veranstaltung stattfindet und dass sie in drei Sprachen stattfindet, eben Ungarisch, Rumänisch und Deutsch. Dürfen wir jetzt schon fragen, wann wir Sie das nächste Mal in Klausenburg, in Siebenbürgen oder vielleicht in Rumänien begrüßen dürfen? Ach, ich bin oft in Rumänien. Ich übersetze viel aus der rumänischen Literatur und bin dann in Bukarest auf der Buchmesse oder ich war im Herbst in Iași bei diesem großen Literaturfestival Filit. Und nach Klausenburg komme ich im Herbst wieder. Dann wird es ja eine Tagung geben zum Thema Diktatur und Literatur. Und dort werde ich über meine Erfahrungen mit Diktatur als junger Autor sprechen. Also ich bin in den letzten Jahren oft hier und das bringt mein zweiter Beruf, nämlich das Übersetzen, so mit sich. Über seine Erinnerungen als junger Schriftsteller in Siebenbürgen im Vergleich zu seinen Aufenthalten in den letzten Jahren, so Wichner. Damals war ich sehr jung, damals war ich 20 und da sieht die Welt, auch wenn es der Kommunismus war, fröhlicher aus, als die Welt aussieht, wenn man Anfang 60 ist. Auf der anderen Seite, also so, das ist in aller Kürze und auf der anderen Seite ist es natürlich angenehmer, durch eine Stadt zu gehen, wo man das Gefühl hat, die Menschen sind frei, sie können tun und lassen, was sie wollen oder für richtig halten, als in einer Stadt, in der ja, alles unter Kontrolle ist und alles nach einem festgelegten Schema stattfinden muss und wo es Elend gibt und die Menschen nichts zu essen haben. Also ich fühle mich jetzt in Klausenburg so wie anderswo auf der Welt auch. Also was mir gefällt an der Stadt, gefällt mir und was mir weniger gefällt, gefällt mir weniger. Das kann mir aber auch in Marseille passieren oder in Rom. Zu seiner Arbeit als Übersetzer berichtete uns Andreas Oplatka, der die deutsche Übersetzung des Werkes Die Schrift in Flammen vollbrachte. Es ist ja nicht so, dass ich den Roman erst beim Übersetzen kennengelernt habe. Ich hatte den Roman gekannt. Der Verleger hat mich um ein Gutachten auch gebeten, ob er den Roman machen soll oder nicht. Ich habe mit etwas Vorsicht und Zurückhaltung zugeredet. Und dann ist mir der Roman zum Übersetzen anvertraut worden. Ich habe natürlich den Roman beim Übersetzen ein zweites Mal kennengelernt, diesmal natürlich Wort für Wort und bin eigentlich nachträglich sehr froh und dankbar, dass ich diesen Text doch jetzt mal ganz gründlich nochmals habe lesen und übersetzen dürfen. Ich denke, man findet sehr vieles an Verstecktem, was man beim ersten doch mehr oder minder flüchtigen Lesen eben nicht bemerkt. Gibt es Passagen in dem Roman, die Sie persönlich vielleicht gefühlsmäßig oder vielleicht bezüglich der Kultur, der damaligen Kultur, der damaligen Geschichte Siebenbürgens beeinflusst, beeindruckt hat? Also es ist schon ein Erlebnis eigener Art, wenn man das heutige Siebenbürgen kennt, zur Kenntnis zu nehmen, wie Siebenbürgen vor 100 Jahren gesellschaftlich zumindest in einer Schicht ausgesehen hat. Es ist aber nicht, vielleicht nicht der wertvollste Teil des Romans, wie mir scheint. Denn Sie fragen nach beeindruckt werden, dann würde ich sagen, die Personenbeschreibungen, aber insbesondere die Naturbeschreibungen, die sind wohl die stärksten Teile des Romans, sind übrigens entsprechend auch die schwierigsten zum Übersetzen. Und inwieweit, denken Sie, glauben Sie, konnten Sie als Übersetzer oder vielleicht auch ein wenig als
Autor der deutschen Variante mitwirken bei der Erscheinung des Romans in deutscher Sprache? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil da jeder einzelne Übersetzer, jede Übersetzerin ja die eigene Philosophie hat diesbezüglich, wie weit ein Übersetzer frei ist, wie weit er selber gestaltet, wie weit er tatsächlich Mitautor ist. Also meine Auffassung ist die, so eng am Ursprungstext bleiben wie nur möglich, so wenig der eigenen Fantasie Raum lassen, wie man das auch nur verantworten kann. Eigentlich, ich bin nur ein Mittler in meiner Interpretation, ich diene dem Werk. In einer Hinsicht habe ich mir ein bisschen Freiheiten genommen, um es Ihnen zu sagen, und zwar in dem Augenblick, in den Augenblicken eher, wo ich versucht habe, gewisse, sagen wir mal, zur Sentimentalität neigende Teile des Romans bei Wahrung der Texttreue doch etwas härter auf Deutsch wiederzugeben, damit der Roman nicht irgendwie in Verdacht gerät, das sei jetzt eine sentimentale Liebesgeschichte, denn das ist er nicht und wirkt heute aber in einer anderen stilgeschichtlichen Situation vielleicht anders, wäre in der Gefahr, wollte man das ganz wortgetreu zurückgeben, wiedergeben. Urmează un episod mai special a rubricii Tezaur Literar Ucrainean, deoarece povestea de azi va fi narată de o invitată specială care își face astfel debutul în cadrul rubricii noastre. Добрий день, дорогенькі діти! Сьогодні наша літературна скарбничка буде не зовсім звичайною. Чому ви запитаєте? Тому що сьогодні казочку нам спробує розказати Нора, а не я. Я буду тільки слухати. Ось Нора отримає від мене таку книжечку під назвою «Котився клубочок» і прочитає звідси одну цікаву казочку для менших діток, яка називається як, Нора? Курочка ляба. Курочка ряба. Голосно, гарно читай нашим діткам. Сьогодні ми прочитаємо одну казочку під назвою «Курочка ляба». Зе собі діта баба, та була не курочка ляба, знесла курочка яйце. Та не просте, а золоте. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. А миска бігла, хвостиком зачіпила, яйце упало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку даче. Ко-к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 о. Не плачте, діду, не плачте, бабо, я знесу вам ще одне яєче. Та не золоте, а просте. Молодець, Нора, яка гарна казочка. Коли Нора навчиться читати українською мовою, бо зараз вона просто запам'ятала цю казочку, ми багато разів з нею читали, коли вона була маленькою. Коли вона навчиться читати по-українському, тоді вона вам ще неодмінно прочитає і інші цікаві казочки. Обіцяєш, Нора? Обіцяєш. Дякую за сьогоднішню казочку. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалася ця казочка. До нової зустрічі. До побачення усім! Thank you.
Universitatea Babeș-Bolyai a organizat împreună cu studenții secției germane diverse piese de teatru. Vă invităm în cele ce urmează să vizionați materialul realizat despre piesa de teatru Alice im Wunderland. Im Rahmen des theaterpädagogischen Moduls des Departments für Lehrer-, Aus-, Weiter- und Fortbildung der Babeș-Bolyai Universität wurde in Klausenburg das Theaterstück Alice im Wunderland, betreut von Lektor Dr. Mirona Stănescu und Bartalisch Cotolin Silvia, aufgeführt. Über das Theaterstück berichtete uns Lektor Dr. Mirona Stănescu und Beatrice Benedek. Wir spielen in diesem Jahr Alice im Wunderland. Das ist unsere, ich glaube, 9. Aufführung. Wir spielen das gemeinsam mit Studierenden, die das pädagogische Modul besuchen und die dann Lehrer werden wollen und die danach diese theaterpädagogischen Methoden und Verfahren noch anwenden. Und in diesem Jahr haben wir uns jetzt für Alice entschieden, weil wir erstmal, weil es ein Buch ist, das auch sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht, und für viele war das auch eins der Lieblingsbücher. Und es bietet auch viele Möglichkeiten an, mit dem Buch was anzufangen, weil jeder das anders interpretiert. Wir haben erstmal als Publikum die Freunde, Kollegen, Familie und natürlich Dozenten, Professoren von den Studierenden, die mitspielen. Wir laden natürlich auch immer Kinder ein. In diesem Jahr haben wir das schon zweimal gespielt. Einmal für die Kostbuchschüler der 3. und 4. Klasse. Und es werden auch morgen Kinder aus dieser Schule kommen und sogar aus einem Kindergarten, weil es ganz wenige Angebote sind für Theater in deutscher Sprache. Wir arbeiten auch nicht sehr lang, wir haben nur ein Semester Zeit zum Proben, und das Publikum ist immer sehr großzügig gewesen, muss ich sagen. Erstmal, weil die Studierenden sich wirklich sehr viel Mühe geben. Es ist auch ein einmaliges Erlebnis für die und legen dann ihr ganzes Herz auf der Bühne. Und andererseits natürlich auch, weil auf der Bühne Freunde und eigene Kinder sind und spielen. Und da ist man immer sehr nett zu denen. Welche sind die zukünftigen Projekte, die Sie hier vor Ort in Klausenburg organisieren werden? Das erste Projekt, was schon im Sommer stattfinden wird, das ist eine theaterpädagogische Sommerakademie. Da kommen Studierende aus Rumänien, Kroatien, Serbien und Ungarn, die Lust auf Theater haben und Lust auf Theaterpädagogik haben. Und wir werden hier eine ganze Woche verbringen, Ende Juni. Das ist das erste Projekt, und wir werden natürlich weiterhin jährlich ein Theaterstück aufführen mit denjenigen, die jetzt Theaterpädagogik als Wahlfach wählen. Wir fanden es einfach sehr interessant und auch sehr spannend, Alice im Wunderland aufzuführen, weil halt nicht nur sehr viele Filme über dieses Buch gemacht wurden, sondern einfach auch sehr viele andere Sachen in anderen Bereichen, also auch im Tanz zum Beispiel, auch im Ballett wurde immer dieses Thema aufgenommen und auch im Theater. Und außerdem ist Alice halt offen für ein sehr, sehr breites Publikum. Die Proben liefen halt diesen Semester, also den vorigen Semester, Wintersemester 2013-2014. Und wir hatten die erste Aufführung während unserer Prüfungszeit im Januar, und das war für die Kinder aus der Kostbuchschule, die Primärschule. Und jetzt werden wir morgen, Donnerstag, in Auditorium Maximum aufführen für Freunde, Familie und halt Bekannte. Wie schon gesagt, es ist halt für ein sehr weites Publikum gedacht. Wie kommt es, dass Sie mitspielen in dem Theaterstück? Es kommt so, dass wir halt ein Angebot bekamen von dem pädagogischen Modul Theaterpädagogik, wurde auch angeboten. Und weil ich schon Erfahrung im Theater habe, dann habe ich ja selbstverständlich dieses Modul dann auch gewählt. Und ich wollte halt nicht etwas anderes lernen, sondern halt Theaterpädagogik studieren.
Beatrice Benedeksch a început noul rol ca manager cultural al IFA la Deutsche Bühne Ungarn, Sexart Ungaria. Despre rolul ei și despre scena germană din Ungaria în Sexart aflăm mai multe. În legătura directă se află Beatrice. Bine ai venit! Beatrice, mă bucur că ești astăzi prezentă aici. Mulțumesc frumos că ai fost de acord de acest interviu și îmi permit să ne tutuim deoarece ne cunoaștem deja de mai mult, de destul de mult timp. Ca și o primă întrebare, Beatrice, ce este IFA? Ce este acest Institut pentru Relații Internaționale, iar în limba germană, Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart? Da, deci IFA... cum am putea să o traducem mai corect, ar fi Institutul de Relații Culturale Externe. Este una dintre instituțiile de mediere culturală care este finanțată direct de către Ministrul Afacerilor din Germania și are ca scop de a dezvolta, de a menține și de a ajuta minoritățile germane din regiunile din centrul și sud-estul Europei, unde minoritatea germană este încă destul de prezentă, prin proiecte culturale, prin evenimente culturale. Și, de fapt și de drept, se vrea a crea un dialog intercultural, un dialog deschis, frumos intercultural, între minoritatea germană și populația majoritată din țările respective. De facto, am putea spune că suntem diplomați culturali, care sunt trimiși în mijlocul acestor comunități pentru a dezvolta și a menține aceste legături între minoritatea germană și regiunile respective. Și ce ți-a deschis, să zicem așa, interesul sau pofta pentru a lucra la IFA, în Sexad, în Ungaria? Păi despre IFA eu am știut de o foarte multă perioadă, adică din liceu deja am știut de ei, am participat la foarte multe evenimente sau workshop-uri organizate de ei, deoarece în IFA au 4 reprezentanți în România și coordonatorul regional se află tot în România și în perioada studiilor am participat la workshop-uri de la IFA, deci știam de pe atunci cumva că la un moment dat în viața aceasta o să doresc să lucrez pentru ei. Iar de ce în Sexart și la Teatrul German din Ungaria, singurul teatru german din Ungaria? Pentru că sunt de fel artist liber profesionist în teatru, fac regie, fac și joc de multe ori și mi s-a părut efectiv combinația perfectă și nu puteam să las această oportunitate. Și atunci mai mult despre acest teatru german denumit în limba germană Deutsche Bühne Ungarn, Teatru German Ungaria, în Sexart, în Ungaria, se află acest teatru, bineînțeles, și cine sunt membrii? Da, deci membrii sunt ansamblul, în cea mai mare parte face parte tot din... minoritatea germană de aici, din Ungaria. Și nu numai ansamblu, ci și oamenii care lucrează în birou, în conducerea instituției respective, sunt membri apartenenți minorității germane de aici, din Ungaria, așa numiții Schwabi Unguri sau die Deutsch-Ungarn germană. Dar avem și foarte mulți oaspeți care vin pentru diferite piese. Sunt chemați ba de regizor, ba de teatru în sine sau de conducere în sine. Am avut și foarte mulți actori care au venit de la Teatrul de Stat German din Timișoara sau de la secția germană al Teatrului Radu Stanca din Sibiu, dar am avut și oaspeți din Austria și din Germania. Deci suntem un ansamblu foarte eclectic. Dar da, majoritatea oamenilor provin din minoritatea germană de aici și le este foarte important ca prin intermediul teatrului să poată să dezvolte dialogul acesta cultural. Și ca să ajungem și la tine, Beatrice, care este rolul tău aici, la Deutsche Bühne Ungarn, în Sexart, respectiv de când ești acolo prezentă? Așa, deci prezentă sunt de fapt de joi seara aici în Sexart. Înainte am lucrat în Germania, prima lună am lucrat în Germania, în Stuttgart, unde se află și IFA mai întâi și făceam din Berlin și am ajuns în Sexart joi seara. Iar rolul meu ca manager cultural este de a dezvolta
sunt, de fapt avem mai, am mai multe țeluri și una dintre ele este de a dezvolta oferta creativă pe care are pe care teatrul are de oferit, pe lângă workshop-uri pe care le au, să dezvolt alte proiecte culturale, alte evenimente culturale. În același timp mă voi ocupa și de PR și de strategia de marketing pentru a aduce un pic mai mult și mai prezent teatrul pe domeniul, pe platforma socială, social media mai ales, în perioada pandemiei este foarte important de folosit, dar în același timp pentru dezvoltarea relațiilor internaționale cu alte teatre din regiune și din, mă rog, internațional. Despre tine, câteva cuvinte, te rog frumos, despre tine, de unde vii, unde ai studiat, unde ai lucrat, respectiv ce hobby-uri ai pe lângă teatru? Așa, deci eu vin din Brașov și am studiat acolo la Colegiul Național Ioane Santerus timp de 12 ani și mi-am continuat studiile în Cluj-Napoca la Universitatea Babeș-Bolyai, unde am studiat la secția de relații internaționale și studii europene pe limba germană. Între timp am făcut și foarte mult teatru, cum ai și spus, iar după studiile respective m-am dus în Anglia, unde mi-am continuat masteratul, sau mă rog, studiile masterat, la Goldsmiths University of London. Și acolo am făcut un masterat pe artele performative și teatru. Și atunci, după aceea, m-am stabilit mai mult sau mai puțin ca artist liber profesionist. Am jucat foarte mult teatru în Anglia, iar în ultima perioadă am decis să fac mai mult regie. Da, și pe lângă asta am lucrat și ca coordonator de evenimente în Londra. Și acum sunt aici în Sexard. Ești foarte europeană pentru mine, sau după părerea mea. Din cauza aceasta îmi permis să întreb, aparții unei minorități, deoarece? Întreb această întrebare, sau pun această întrebare, deoarece vorbești mai multe limbi, adică provii din România. Cu tine eu vorbesc de obicei în limba maghiară, însă când scriem, vorbim în limba germană, tu îmi răspunzi în limba germană. Acum acest interviu are loc în limba română și ți-ai terminat studiile de masterat în Anglia. Deci, desigur, vorbești și limba engleză. Deci, încă o dată, îmi permit să pun această întrebare, aparții vreunei minorități? Da, corect, aparțin unei minorități, deci eu aparțin minorității maghiare din România, provin dintr-o familie în care am crescut atât în limba română cât și în limba maghiară, atât în cultura română cât și în cultura maghiară, iar de la vârsta de 3 ani mi-am continuat tot ciclul de educație și școală și kindergarten pe germană. Deci, într-adevăr, nu aparțin neapărat minorității germane, dar mă consider parte a minorității germane, deoarece cu asta am crescut. Și da, așa, adică ce vreau să zic, de fapt, e că peste tot unde mă introduc pe mine însumi, de obicei le zic că eu provin din Transilvania, Transilvania oricum fiind o regiune foarte multiculturală, o regiune în care se vorbesc mai multe limbi sau se obișnuia să vorbească foarte multe limbi și acum se vorbesc foarte multe limbi, dar mă bucură foarte mult că pot să reprezint această regiune atât de bine prin limbile pe care le vorbesc și apartenența mea la o minoritate. Am urmărit diferite piese de teatru în timpul lockdown-ului pe pagina ta de socializare pe Facebook, care au fost majoritar în limba engleză. Ca să revenim la IFA, care ar fi următorul eveniment, următorul proiect sau piesă de teatru care o să fie și unde o să te vedem poate și pe tine pe scenă? Wow! Deci, cred că sunt trei țări care îmi vin acum aminte la întrebarea aceasta. Evident, aș fi Ungaria, dar nu știu cum se vor dezvolta lucrurile aici. Sunt încă la începutul perioadei mei ca manager cultural. Sunt foarte deschisă să văd ce fel de uși se vor deschide și încotro să mă ducă viața. Dar, într-adevăr, sunt în conversație directă acum și cu
artiști din România, cu regizori, cu muzicieni, cu coregrafi, cu care aș dori să punem de un proiect, poate la anul, când lucrurile se mai calmează puțin cu pandemia, dar direct, proiecte care am deja pe parcurs, dar au fost puse pe pauză, ar fi în Anglia și bănuiesc că acolo aș fi următoarea mea apariție pe scenă. Dacă nu anul acesta, dar cel mai probabil anul în primăvară. Dar, cum ziceam, sunt deschisă la foarte multe oportunități, așa că vedem unde o să mă ducă viața. Deci astfel, artiștii, NGO-urile, organizațiile non-guvernamentale și instituțiile culturale sunt invitați să te contacteze fie pe pagina ta de Facebook, fie pe Instagram. Exact. Cel mai bine ar fi dacă m-ar căuta direct pe pagina de Facebook a companiei mele, Benedict Productions, sau poate să-mi lasă un e-mail, pot găsi și website-ul benedictproductions.co.uk. Dar da, sunt foarte deschisă la colaborări și mi-aș dori foarte mult să putem să facem ceva și aici în Sexad, în teatrul acesta. Mulțumim frumos! Cu siguranță te găsim și pe pagina IFA. Mulțumim frumos pentru acest interviu. Exact. Succes în continuare la noul tău. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc! Vă invităm să urmăriți un proiect internațional organizat de IFA, Institut für Auslandsbeziehungen, Institutul pentru Relații Internaționale, în colaborare cu Asociația Studenților Vorbitori de Limba Germană Gutenberg, pe tema inter- și multiculturalității. Im Herbst 2017 organisierte das IFA, Institut für Auslandsbeziehungen, zusammen mit dem Studentenverein Gutenberg das Projekt Interkultural, welches bereits das zweite Mal stattfand. In Klausenburg trafen sich Angehörige der Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung aus Rumänien, um sich gemeinsam über die Vorurteile und Chancengleichheit der Minderheiten auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich eine Initiative von OSCE. Das Projekt hatte in 2016 gestartet und es ist ein innovatives Projekt, dadurch, dass es nicht nur die deutsche Minderheit anbezieht, sondern es vernetzt die deutsche Minderheit mit der Roma-Minderheit, die ungarische Minderheit und die Mehrheitsgesellschaft. Wer nimmt an diesem Projekt teil? An diesem Projekt nehmen Jugendliche teil, zwischen 16 und 24 Jahre alt, die, wie schon erwähnt, den verschiedenen Minderheiten angehören. Und die Jugendlichen kommen eigentlich auch ganz Rumänien. Im Moment haben wir Teilnehmer aus Galat, aus Suceava, aus Temeswar, aus Oradea und aus Neumarkt. Wie lange dauert das Projekt und was ist vielleicht Ziel des Projektes oder gibt es auch ein Endprodukt des Projektes? Das Projekt dauert jetzt, ist die zweite Auflage und das dauert über 4 Tage. Wir haben Workshops zur politischer Bildung durch nonformale Methoden. Genau in diesem Zeitrahmen können wir ein Planspiel simulieren zu lokalen Wahlen. Das Endergebnis wird dann auch ein kurzes Video sein. Wir haben Glück, dass die Dana Baschinski, die Frau hat den Titel der beste Videobloggerin in diesem Jahre gewonnen. Und sie wird heute Nachmittag einen multimedialen Workshop den Jugendlichen anbieten. Und die Jugendlichen gehen dann zurück zu den eigenen Städten und sie werden uns ein kurzes Video zurückschicken zu Themen wie Toleranz und Antidiskriminierung und Demokratie und Minderheitenrechte. Und das wären dann die Endprodukte, die im Laufe der nächsten Monaten dann entstanden werden. Gibt es eine Fortführung des Projektes? Wenn ja, in welcher Form? Wir wünschen uns eine Fortführung in 2018 und wir wünschen uns, dass wir auch die jüdische und die armenische Minderheit einbeziehen. Lucrez cu rom și pentru rom. Iubesc foarte mult să ajut etnia romă. Mă mândresc că fac parte din această etnie și pot să promovez adevăratele valori ale etniei rome. Am scris foarte mulți copii la școală. Și am și menținut, 2 ani de zile am fost mediator școlar în comunitățile de romi de la marginea Bucureștiului.
Sunt feministă activistă, în moment de față, lucrez pentru egalitate de șanse dintre femeie și bărbat la e-România, drepturile și promovarea femeii rome. Sunt aici al doilea an la intercultural. Mi-a plăcut foarte mult anul trecut interculturalitatea dintre noi, dintre nemți, unguri, majoritari și minoritari, deoarece mulți dintre noi, chiar dacă avem drepturi, nu ni se respectă drepturile. Am venit aici să văd care este și problematica lor ca minoritate și să pot să învăț ca pe viitor să, și în comunitățile de rom unde lucrez în momentul de față, să schimb ceva, să văd care, într-adevăr, sunt punctele cheie pentru a putea să ne dezvoltăm și să ne integrăm în societatea actuală. Care sunt așteptările dumneavoastră legate de acest proiect? Doresc să pot să schimb mentalitatea minorităților care sunt acum aici prezente. Consider că dacă se pleacă de undeva de la un cadru intim, restrâns, e suficient să le schimb lor mentalitatea, pentru că ei la rândul lor o să schimbe percepția minorităților față de noi romi. Mă refer la identitatea romă. Warum ist ein 17-jähriger an die Minderheiten interessiert? Warum ist ein 17-jähriger an die Politik interessiert? Weil ich finde, dass Politik heute unser Leben sehr stark beeinflusst und weil ich selbst ein Teil von vielen Minderheiten bin, und zwar mein Vater, die Familie von meinem Vater ist ungarisch und ich bin eine rumänische Minderheit, die in Deutschland lebt, und meine Education in der Schule war immer so, dass sich alle Leute respektieren sollen, und ich fand das sehr wichtig und ich sehe jeden Tag, wie manche Leute andere runterbringen oder sehr beschädigen durch diesen Rassismus oder Sexismus oder Homophobie, was auch immer. Und das finde ich sehr blöd und ich würde auch gerne was dagegen machen, also mich aktiv inzwischen setzen. Und wie sieht vielleicht deine Zukunft in 5 Jahren aus? Wie sieht dein Leben in 5 Jahren aus? Inwieweit möchtest du das hier im Workshop, im Training Gelernte auch privat weiter benutzen? Also ich habe schon bis heute viel gelernt, obwohl ich hier nur 1,5 Tage bin. Und ich finde es sehr wichtig, dass man seine Ideen erweitern kann und dass man auch die Ideen von anderen hören kann und die Meinungen und daraus irgendwas, einen festen Zusammenhang stellen kann und dass man das auch weitergeben kann und dass man auch anderen Leuten davon erzählen kann, was hier alles geschieht, damit sie auch zum Teil verstehen, worum es geht in dieser Minderheitspolitik. Und zum Workshop und zum Training an sich, zum Programm, was hast du alles bis jetzt gelernt? Also am meisten habe ich von den anderen Teilnehmern gelernt, die aus unterschiedlichen Herkunften sind. Zum Beispiel die Roma-Minderheit, ungarische Minderheit, deutsche Minderheit. Die haben mir sehr viel beigebracht. Sie haben mir sehr viel aus ihrer Kultur gezeigt. Und ich fand es immer sehr, sehr schön. Importanța educației politice a fost în prim plan la proiectul Plan Spiel organizat de IFA, Institut für Auslandsbeziehungen, Institutul pentru Relații Internaționale în Cisnădioara. Vă invităm să urmăriți materialul realizat despre acest proiect internațional. Sunt Izabela Weibel, vă doresc o săptămână plăcută și vă așteptăm cu drag în fața ecranului săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Reamintesc că ne puteți vedea și pe portalul video a televiziunii române, tvrplus.ro. Vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, la Tașro. La revedere! Unter Planspiel wird eine Methode zur Simulation komplexer und realer Systeme verstanden, die unter anderem zur Managementausbildung im Unternehmensplanspiel oder aber zum Training von Führungskompetenzen bei dem Führungsplanspiel eingesetzt wird. Alexander Burka ist einer der Geschäftsführer des Instituts für internationale Bildung und einer der Autoren des Planspiels in Michelsberg. Wie und wann kam Ihnen die Idee des Planspiels?
Eigentlich schon vor 2 Jahren. Da haben wir Leute getroffen hier von der deutschen Minderheit aus Rumänien in Wien und wir haben damals die ersten Gedanken gesammelt. Und das waren eigentlich die, sagen wir so, wirklich die allerersten Gedanken. Und gab es schon Planspiele, die Sie organisiert haben in Rumänien? In Rumänien ist das eine Premiere, das ist die Uraufführung und die Weltpremiere, muss man sagen. Es hat ähnliche Projekte davor gegeben in der Tschechischen Republik und in Polen, aber in Rumänien ist das das allererste. Und vielleicht zu Ihren Eindrücken, zu den ersten Eindrücken, die Sie seit gestern zu der Gruppe vielleicht haben in Achtberg? Es ist eine steigende Spannung. Es wird immer spannender. Wir haben 2 Vorbereitungsseminare gehabt, die eigentlich so für uns auch wahnsinnig viele neue Ideen gebracht haben, weil uns ja wir haben die Texte gemeinsam mit den Teilnehmenden entwickelt über jetzt fast ein halbes Jahr. Vor Weihnachten war das erste Treffen und jetzt kommen wir in unterschiedlichen Formationen wieder zusammen. Immer noch neue Leute und ich denke, alle sind im Moment sehr aufgeregt, weil sie ja selber mitgemacht haben. Das ist ein Produkt gemeinsam hier quasi auch im Ort geschrieben, mit den Leuten gemeinsam und jeder hat einen Beitrag geleistet. Aber das Ergebnis sehen wir jetzt alle gemeinsam zum ersten Mal. Das Planspiel, welches im Mai 2014 in Michelsberg organisiert wurde, fand in dem fiktiven Ort Achtberg, rumänisch Optmunz, ungarisch Nyolc-Hegyek statt. In Achtberg lebt sowohl die rumänische Mehrheit als auch unterschiedliche Minderheiten. Dabei wurden im Rahmen des Planspiels den Teilnehmern verschiedene Rollen zugeteilt. Zu Beginn trafen sich die Gruppen der unterschiedlichen Einrichtungen, so wurde auch ein Bürgermeister sowie eine Bürgermeisterin gewählt. Der Stadtrat von Achtberg tritt zusammen in unserem Mittagsraum. Dort kann er sich eine Tischecke nehmen. Wir werden dort dann später eindecken für das Mittagessen. Dort trifft der Stadtrat zusammen. Und der Stadtrat hat ebenso die Aufgabe, eine neue Bürgermeisterperson zu wählen, denn ihr Bürgermeister hat eine höhere Person, eine höhere Position in Bukarest angenommen, sitzt schon auf gepackten Koffern und Sie müssen nun sehen, wer wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin. Gleich nach den Wahlergebnissen berichtet dann der Bürgermeister und die Vizebürgermeisterin von Achtberg. Herr Bürgermeister, könnten Sie kurz zu Ihren Zielen einiges berichten? Also in erster Linie möchte ich mich bei den Wählerinnen und Wählern bedanken dafür, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Und was Sie schon ganz richtig angesprochen haben mit Ihrer Frage, die Ziele, die wir uns jetzt setzen, die werden entscheidend sein für die kommende Periode, für die kommenden Jahre, die auf uns zukommen. Und wofür meine Partei steht, wofür der Deutsche Konvent steht, das ist die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft, das ist Tradition, das ist regionaler Aufbau mit übergreifenden Zielen allerdings, denn wir stellen natürlich auch Verbindungen her zum Westen, das ist alles in gewisser Weise naturgegeben und in dem Sinne freue ich mich sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger von Achtbergen das Vertrauen in unsere Partei investiert haben. Gibt es konkrete Punkte, die Sie in Achtberg verändern möchten? Also in erster Linie würde ich mich am liebsten an den Gegebenheiten, die es gibt, orientieren. Was ich wichtig finde, ist, dass man nicht überstürzt von heute auf morgen die ganze Stadt umkrempelt, sondern dass man weiß, was man tut. Im Moment blicke ich in die Zukunft und freue mich auf das, was auf zukommen wird. Ich hoffe, es wird Arbeit. Ich hoffe, ich bin ihm gewachsen und damit sei es erstmal drauf auf sich belassen. Wir haben uns für Achtberg vorgenommen, gute traditionsbewusste Jugendprojekte durchzuführen. St. Petrus ist auch sehr wichtig für Achtberg. Nicht sehr gut, was jetzt dort passiert. Wir wollen, dass christliche Traditionen hier und für die Bürger und den Bürgerstand in Achtberg mehr Arbeit ist und dass wir unsere nationalliberale Partei auch auf europäischer Ebene als EVP-Volkspartei hier publik machen. Und haben Sie vielleicht noch eine Botschaft für die Bürger aus Achtberg? PDL Elena Urbea steht für Achtberg. Es ist so heiß hier, kann ich mich ein wenig ausziehen.
Vorherzen, um so zeigen, wie wir sind. Wir haben keine Geheimnisse voneinander. André Schalmei berichtet im Rahmen einer Pressekonferenz über seine Pläne in der Kleinstadt. Ich bin wieder da und bin ganz glücklich, dass ich hier einiges in die Wege leiten kann, denn ich liebe euch alle. Und ich hoffe, dass da in Achtberg wirklich etwas in Bewegung gesetzt wird. Ja, also 1 Million Euro pro Jahr sollten eigentlich fließen können. Und es wird jedes nachhaltige Projekt für förderungswürdig erklärt, wenn es den noch zu bestimmenden Kriterien passt. Und Projekte sind möglich bis zu 500.000 Euro im Jahr und sie sollten mindestens 5 Jahre rollen. Und naja, also in erster Linie für die deutsche Minderheit da und dann natürlich auch für deren Umfeld, denn ohne das eine geht das andere natürlich auch nicht. Wie und wann kam Ihnen die Idee, die deutsche Minderheit in Achtberg zu unterstützen? Gleich nach der Wende. Sie wissen ja sicher, dass ich in den 70er Jahren auswandern musste, weil es einfach nicht mehr erträglich war in Rumänien. Im Herzen bin ich immer Siebenbürger Sachse geblieben und so bin ich sofort, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, bin ich wieder da gewesen und ja, jetzt soll da aufgebaut werden. Und vielleicht Ihre Eindrücke und Gemeinsamkeiten, Unterschiede, die Sie bemerkt haben, zwischen Rumänien und Deutschland. Was fehlt Ihnen aus Deutschland? Also einmal fehlt mir das Herz in Deutschland, denn ich habe es in Rumänien gelassen. Und das habe ich jetzt da wiedergefunden. Und ich finde das so toll, dass ich eigentlich auch nicht wieder weg von hier möchte. In der Zwischenzeit wurde auch die Achtberger Vorsitzende des Deutschen Konvents in Rumänien gewählt. Als in meinem Amt bestätigte, wiedergewählte Vorsitzende des DRK freue ich mich natürlich, weiterhin als Beständigkeit und als Kontinuität zu gelten. Wir haben gemeinsam beschlossen, wir haben ja eine bunt gemischte Zusammensetzung des Konvents, auch mit Jugendlichen, auch mit älteren Mitgliedern. Wir haben beschlossen, trotz alledem, dass wir uns auf das besinnen, was wir sind. Wir wollen bleiben, was wir sind. Ja? Wir sind so lange in dieser Region schon. Wir haben es nur geschafft, indem wir uns immer wieder auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Qualitäten besonnen haben und einfach uns mit unseren Leuten hauptsächlich beschäftigt haben. Das ist einfach die Sache, die wir auch an die Jugend weitergeben möchten. Möchten sie in die Hand nehmen und das werden wir hauptsächlich auch tun, indem wir weiterhin die Buchförderung, also die Buchprojekte, das Budget dafür erhöhen. Wir werden der Arbeitskreis für Achtberger Landeskunde, der wird natürlich jetzt auch eine höhere Auflage bekommen. Die Zeitschrift mit Artikeln über Stadtgeschichte und über Mundart sollen auch im Ausland und sollen einfach Aufmerksamkeit erfahren. Aber insgesamt geht es uns darum, unsere Tradition, unser Brauchtum zu pflegen. Natürlich mit Hinblick auf die Zukunft, dafür haben wir uns jetzt auch gesagt, die Jugendlichen brauchen jetzt auch eine Stimme. Wir geben ihnen eine Chorstimme, eine Blaskapellenstimme. Das ist etwas, was einfach auf beiden Seiten gut ankommt. Also ich war jung damals vor 90 Jahren, vor 80 Jahren habe ich auch gerne mitgemacht im Kinderchor. Das finde ich ist heutzutage sicherlich noch genauso. Und werden wir auch, wenn Herr Schalmei jetzt möglicherweise in diesem Bereich sich vorstellen könnte, mit uns zusammenzuarbeiten, werden wir sehen. Er ist natürlich jetzt nicht ganz im Bilde, er war lange Zeit nicht da, muss man jetzt sehen, wie er sich entwickelt. Zu den Rollen des Planspiels gehören auch die Medien. Der Vertreter der Printmedien aus Achtberg fasst die Geschehnisse zu dem ersten Teil des Planspiels zusammen. Mein Name ist Harry Blechschmidt, ich bin Redakteur bei dem Achtberger Boten. Und heute waren in Achtberg große Ereignisse. Da ist erstmal der Stadtrat neu gewählt worden und die Konventvorsitzende ebenfalls. Und interessiert ist das verfolgt worden von den verschiedenen Gruppierungen, die in Achtberg zur deutschen Minderheit zählen oder interessiert sind. Das sind erstmal die Alteingesessenen, das sind die Neudeutschen, die aus Deutschland zugezogen sind. Das sind interessierte rumänische Bürger und das sind dann Unternehmer. Und vor allem das Wichtigste,
Das wichtigste Ereignis ist ein Schlagerstar, der in jungen Jahren nach Deutschland ausgewandert ist, der aus Achtbergen kommt und der berühmte Karriere gemacht, also anerkannte Karriere, das ist der Sänger Schalmei. Die Politiker, da wird man nie richtig schlau daraus, die verklausulieren die Sachen und an die Hintergründe kommt man schlecht dran. Der Deutsche Wirtschaftsclub und die Neudeutschen und der Schalmei, der Sänger Schalmei, die versuchen eine neue Koalition zu gründen, um die Alteingesessenen ein bisschen zu überflügeln oder eine neue politische Konstellation zu schaffen, weil die Entwicklung geht denen zu langsam oder sehen eben keine Zukunft im bisherigen Konvent. Und deshalb wollen sie eine Konkurrenzorganisation gründen. Aber das ist noch nicht schriftreif alles, ist noch im Werden begriffen. Zu den Veranstaltern des Planspiels in Michelsberg zählt unter anderem das Deutsche Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien. Wobei der Vorsitzende des DFD in Rumänien auch aktiv im Planspiel mitgemacht hat. Könnten Sie uns bitte darüber berichten, wie es dazu kam, dass Sie am Planspiel teilgenommen haben? Ja, eigentlich als Organisator. Das heißt, das Planspiel, das ist die dritte Etappe des Planspiels, wurde inklusiv über das Demokratische Forum der Deutschen aus Rumänien organisiert. Sicher, die Idee kam von IFA, die Referenten hat das IFA bestellt aus Köln bzw. Wien. Aber wir waren Gastgeber und auch Nutznießer, sage ich mal so. Und jetzt bei der dritten Etappe waren wir auch der Finanzier. Denn es hat diesmal leider am Geld gemangelt und es sollte fast kommen, dass diese dritte und vielleicht wichtigste Etappe nicht mehr stattfinden wird. Und könnten Sie uns einige Worte zu Ihrer Rolle heute sagen? Ja, es ist eine interessante Rolle. Ich spiele einen ehemaligen DDR-Bürger. Ich komme aus Suhl. Das ist in Thüringen. Ich war dort Stahlarbeiter und das waren damals Zeiten in der DDR. Leider kamen die Wessis nach dem Umsturz, da ist alles kaputt gegangen. Ich bin arbeitslos geworden, das Stahlwerk wurde geschlossen. Inzwischen bin ich Frührentner. Meine Frau ist gestorben, ich bin allein. Da hieß es, ich gehe von hier weg. Nun, ich bin nicht wie viele meiner Kollegen nach Burundi oder nach Simbabwe gegangen, denn dort hatte DDR damals Stahlwerke gebaut. Ich bin nach Siebenbürgen gekommen. Ich war hier schon zweimal, einmal als Pionier und dann mit meiner Frau, mit unserem Trabi. Und ich habe hier ein Häuschen neben der Stadt und wohne da. Zu der Idee und der Veranstaltung des Planspiels berichtet der IFA-Kulturmanager der Evangelischen Kirchengemeinde in Fogarasch. Die Idee ist angestoßen vom Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Vor ungefähr einem Jahr hat man sich zusammengesetzt mit dem Civic-Institut für internationale Bildung, wovon heute auch zwei Moderatoren vor Ort sind. Und gemeinsam mit dem Jugendzentrum Seligstadt und dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt hat man sich zusammengesetzt und die Idee entwickelt und darüber nachgedacht, man könnte ja ein Planspiel auch für Rumänien machen. Denn Planspiele gibt es bereits in Polen und in Tschechien. In Deutschland, also eigentlich europaweit, werden Planspiele durchgeführt, vor allem vom Civic-Institut. Und so kam man auf die Idee, auch mal ein Planspiel für Rumänien durchzuführen. Es gab eine Ausschreibung, wir haben Flyer gedruckt, wir haben eine Homepage erstellt, um damit eben die Leute anzuwerben, konkret. Natürlich ist meine Kollegin Martina Friedsmann beim Forum in Hermannstadt tätig, sodass natürlich auch durch gewisse Netzwerke, die wir eben haben, Leute angesprochen werden konnten und für das Planspiel jetzt wir diese Menschen gewinnen konnten. Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Regionen vor allem. Wir haben Teilnehmer aus der Bukowina, wir haben Teilnehmer aus Temeswar, aus Cluj sind auch Leute dabei und natürlich viele aus Hermannstadt. Es gibt natürlich auch deutsche Teilnehmer. Es ist sogar jemand aus Berlin angereist, der beim Planspiel teilnimmt. Und ansonsten auch weitere Deutsche, die in irgendeiner Art und Weise mit der deutschen Minderheit hier in Verbindung stehen, sind heute hier. Ich bin positiv überrascht erstmal, vor allem von der Teilnehmerkonstellation.
Wir haben Leute, die sind 16 Jahre alt, wir haben aber Leute, die sind auch ungefähr 80 Jahre. Und gerade diese Konstellation finde ich extrem interessant, um zu schauen, wie kommen jetzt die einzelnen Generationen zusammen und wie kommunizieren die auch miteinander. Denn oft ist es so, dass man, wenn man über wichtige Themen spricht, gerade diese Generation nicht an einem Tisch hat, sondern die eine Generation sitzt an ihrem Tisch, diskutiert darüber und die andere an ihrem. Aber eine wirkliche Auseinandersetzung miteinander gibt es nicht. Und deswegen ist meine Erwartung an die heutige Veranstaltung einfach, dass es diesen Austausch gibt und die Leute sich eben einen Perspektivwechsel ermöglichen.